Moin Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf dem Kanal. Und zwar, ihr seht es schon im Titel, ich wollte mal wieder was Fashionmäßiges machen. Und da ich heute im Hessen Center in Frankfurt war, wem das was sagt, da war ich heute, weil ich wohne ja in der Nähe von Frankfurt, bedeutet, es ist nicht weiter hin. Und ja, dann war ich da heute einkaufen, habe mir 3 Oberteile gekauft und noch nebensächliche Sachen. Die nebensächlichen zeige ich als erstes, und zwar, es ist richtig lustig eigentlich. Also erstens, ich habe jetzt auch ein Nutella von so Special. Ich habe 14.463.767. Das ist meine Nummer und ich fand Regenbogen, das sah cool aus. Und Nutella ist Bay. Dann noch 2 andere Sachen, und zwar, das finde ich todeslustig, und zwar eine gewisse Person, fühle ich angesprochen, wenn du das Video siehst, und in Niedersachsen und versteht meine Großeltern unten drunter nicht, weil die wohnen mit mir und so. Und dann habe ich ein Sprechen Sie Hessisch für Hessen und solche, die es noch werden wollen. Ein Buch für Leute, die Hessisch lernen wollen. Ich fand das so lustig, ich musste das mitnehmen. Und noch ein DSI-Ladekabel, weil ich nicht weiß, wo mein Ladekabel ist und ich wieder Bock auf DS habe. Hi. So, dann fangen wir mit der ersten kleinen Sache an. Und zwar ist das eine Sache von New Yorker. Und zwar ein Poloshirt. Und zwar einfach ein schlichtes weißes Poloshirt hier so. Hat 7 Euro gekostet. Dort steht es. 6,95. Also ist halt einfach so ein schlichtes Ding. Passt aktuell gut zu meinem Style, weil ich mag so Polohemden und deshalb, das passt halt. Und ja, ich würde sagen, ich probiere das einfach mal an. Wir springen einfach hoch und dann habe ich das andere Oberteil an. Und zwar, so, so sieht das aus. Ist eigentlich ganz... ganz normal geschnitten, würde ich sagen, aber ich finde es cool. Und dann geht es weiter mit meiner H&M-Tüte. Tadadada! Wie ihr vielleicht schon merkt, ich bin zwar so ein bisschen, ich achte schon darauf, was ich trage. You know, bruh. Die Sache ist halt, ich bin halt weniger darauf ausgelegt, nur teure Sachen zu tragen. Deshalb, andere kaufen sich ein Poloshirt von, oder 10 Poloshirts von Moncler, Ralph Lauren, Lacoste. Ich kaufe eins von New Yorker, es bockt mich halt so nicht. Und zwar die nächsten 2 Sachen. Ich gehe erst wieder auf das T-Shirt ein. Und zwar haben wir hier einmal dieses gestreifte Shirt. Es gibt jetzt wahrscheinlich viele, die sagen, boah, das ist voll die Modesünde oder was weiß ich was. Wie gesagt, ich habe meinen eigenen Style. Ich bin aktuell ein bisschen am Ausprobieren, was meinen Style so angeht und so. Also im Winter bin ich halt so Hoodie-mäßig. Ist halt Standard so. Aber für Sommer möchte ich mich jetzt ein bisschen ausprobieren. Und zwar steht einmal hier Romantic auf der Brust. Also ich finde das eigentlich voll cool, das Oberteil. Und deshalb würde ich auch einfach sagen, ach so, genau, das hat 10 Euro gekostet. There you go. Und ja, es ist XS, weil ich bin ein Pimp. Und es ist weit. Yeah. So, machen wir wieder den Trick. Ich springe hoch. Ihr kennt es, ihr kennt es, ihr kennt es. So, also ich finde das Oberteil mega fresh, weil ich finde es voll... Ich weiß nicht, es ist bequem und ich finde den Style irgendwie auch cool von dem Oberteil. Auch das hier mit der Aufschrift, die müsste nicht sein, aber das macht das Ganze noch ein bisschen peppiger. You know. Nee, aber wie gesagt, ich feiere es halt und ja, wie gesagt, ich probiere ja gerade ein bisschen meinen Style so aus und ja, das finde ich eigentlich ganz cool. Und dann würde ich sagen, kommen wir zur letzten Sache jetzt. Und zwar ist es noch ein Sweater, der ist so ähnlich so wie das T-Shirt. Deshalb habe ich auch beides mitgenommen, weil ich beides mega, mega cool fand. Und zwar sieht der so aus mit dieser Stickung. Weiß ehrlich gesagt gar nicht. Galver City würde ich jetzt schätzen, weil da Los Angeles drunter steht. Also ich finde es auf jeden Fall, ich finde den mega cool generell. Also ich weiß nicht, ich feiere die 2 Sachen einfach. Ich finde sie einfach cool und wie gesagt, neuer Style, neues Glück. Und deshalb würde ich sagen, probieren wir den jetzt auch ganz fix an. 3, 2, 1. So, das ist der Sweater. Ich finde den mega schön. Den habe ich auch in XS. Nebenbei hat der, ich habe es nämlich vergessen zu sagen, 20 Euro gekostet. Ich habe es voll verpennt zu sagen. Und ja, wie gesagt, ich feiere die 3 Klamotten mega. Ich finde auch, der Schnitt hier von dem Sweater, der ist fesch. Ich feiere es und ja.
Würde ich auf jeden Fall sagen, das war's mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr gerne ein Like oder ein Abo da lassen. Würde mich sehr freuen. Es kommen die nächsten Tage, wenn ich das jetzt schaffe, heute noch hochzuladen. Was ich bezweifle, aber ich gebe mein Bestes. Wenn nicht, ist es am Sonntag online. Wenn es am Samstag nicht kommt, ist am Sonntag online dieses Video. Und es ist aktuell ein Cover geplant. Also, freut euch, denn das wird auch bald kommen. Sehr, sehr bald sogar. Deshalb würde ich einfach sagen, wie gesagt, freut euch da drauf. Und was mein Style angeht, habt ihr Bock, dass ich ein Video über meinen Style mal mache? Also generell, so wie sich das alles entwickelt hat. Oder habt ihr da schon Bock? Schreibt es in die Kommentare. Ja, auf jeden Fall würde ich dann sagen, bis zum nächsten Video. Haut rein und ciao.